Ja, willkommen auf der Hof Bergmann. Ja, ich bin gerade dabei, hier mich mit dem alternativen Helfer rumzuärgern. Irgendwie will der nicht so wie ich. Aber das wäre ja auch was ganz was Neues, ne? Wenn das mal so funktionieren täte. Na, jetzt fährt er wieder zurück und keiner mehr weiß warum. Was macht er jetzt für Quatsch? Ich komme noch nicht ganz mit. Ja, ich muss jetzt hier mitfahren und gleich steht da irgendwo fest und geht nicht mehr weiter. Das ist doch scheiße, ist doch das, Mensch. Wo will der hin? Alternativer Helfer. Leute, 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 Leute. Kreisfahrt. Rückwärts mit Kurve. Vorgewende. Lenkwinkel. Mal so. Normal. Machen wir so. Da wird auch nicht viel helfen. Und nochmal versuchen. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich ihn damals entlassen habe, den Helfer, oder warum ich der Trolli rausgeschmissen habe. So, er ist nah genug dran. Er senkt ab. Sollte er doch jetzt einfach mal fahren, ne? Fährt wieder zurück. Wieso fährt der Depp zurück? Komm euch da nicht, ich komme da nicht mit. Ich weiß nicht, was der will. So ein Blödsinn. Warum fährt der rückwärts? Er fährt immer rückwärts. Ekelinfo, Spur anzeigen. Aus. So. Dann fällt sich der normale Helfer erstmal wieder. Ist doch albern sowas. Muss man sich mit sowas hier rumärgern, ne? Ich hatte mir gleich so schön gedacht, dass der jetzt hier so schön, ne, in die Kreis rumfährt. Weil wir können ja noch mal versuchen, den jetzt gleich hier anzusetzen. Nochmal so. Immer noch nicht rum, Leute. Ey, was ist denn Leute wieder los? Ist ja eine Katastrophe, ey, ehrlich. Warte, Helfer aus. Zurück. Jetzt schon wieder zurück.
kann ja auch anders fahren, der Sack. Mal gucken, was er macht. Oh, das wird auch wieder scheiße. Eigentlich sollte er jetzt vorwärts fahren, ne? Aber pass auf, der fährt jetzt wieder rückwärts und macht irgendwie wieder irgendeinen anderen Scheiß. Ja, war mir klar. Ich kapiere das nicht. So. Dann machen wir wieder aus. Was Blödes. Da habe ich gedacht, ich hätte vielleicht mal und hätte, aber hat er nicht. Oh. Es war mal wieder scheiße. Wie immer. Alles scheiße. Mehr. So. Da hängen wir auch fest, das ist sehr schön. Da komme ich nicht rum, das ist auch wunderbar. Es läuft, ne? Es könnte nicht besser sein, sprach der Onkel Wallenstein. Tü-lü-tü-tü. Komm ich rum? Oh, fahr, fahr, fahr! Es ist doch nicht zu fassen. Keiner hört auf mich. Keiner macht, was ich sage. Ist ja wie zu Hause hier. Aber das ärgert mich schon wieder, ne? Er funktioniert nicht. Vielleicht habe ich auch eine veraltete Version, wer weiß. Achso, ist voll. Entschuldigung. Hau ja schon ab. Jetzt ist auch wurscht, jetzt machen wir so weiter. Wollte ich euch was Schönes zeigen, wie, ne, wie toll das so klappt und supi und was dies scheiße ist. Oh, ist schon ein bisschen was drin, ne? Nicht untätig, das kann man nicht sagen. Oh. Oh, 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 oh. Den wollte ich eigentlich drücken, aber ist egal. Es ist ja egal. Ja, Menno, das ist ja schon wieder, wenn ihr das hier seht, dann ist ja schon wieder Freitag, ne? Ah ja, mein Gott, ey. Die Zeit, ne? Ich glaube, ich erwähnte es schon mal, aber ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto schneller rennt die Zeit. Doch mal so langsam auf den Friedhof und gucken, wo man schlafen will demnächst, wa? Obwohl, wir gehen ja nicht auf den Friedhof. Meine Frau und ich wollen gerne in den Wald verbrennen lassen und dann die Asche unterm Baum und fertig. Wie man so schön sagt, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
wenn man sich im Wald beisetzen lässt, in der Urne. Die Urne muss sich, glaube ich, nach 4 Wochen oder was versetzt haben. Versetzt? Nein, zersetzt haben. Und dann hast du nur noch ein bisschen Asche und dann irgendwann, wenn der Regen kommt, dann bist du irgendwann restlos weg. Und dann war's das. So stellen wir uns das vor. So bei die Rehes und bei die Eichhörnchens. Oh Mann. Ja, dann mach doch mal, ey. Nach hinten kann der 3 Kilometer werfen, nach vorne schafft das nicht. Nicht zu glauben. Einmal mit Profis arbeiten, weißt du? Was denn jetzt? Oh ja, wir fielen hier vom Himmel. Und das konzentriert an eine Stelle, wenn es geht. Trifft meinen Helfer. Bitte. Bitte. Ach, meine Güte. Gestern Nachmittag haben wir Gewitter gekriegt. Da habe ich, man bin bestimmt nicht ängstlich, aber da habe ich wirklich alles mal ausgeschaltet. Da ging mir doch die Muffe. Das hat vielleicht hier rundherum gescheppert. Das war Blitzen und Knallen, das war nur eins. Also das ging hier mit einem unglaublichen und Regen ohne Ende und das war Wahnsinn. Normalerweise mache ich für ein Gewitter nicht aus, aber das ging gestern gar nicht. Das war selbst mir zu heikel. Und diese scheiß schwüle Luft dann dabei, kriege ich wieder wahnsinns Kopfschmerzen. Kopfschmerzen wollte ich sagen. Und habe ich mich ins Bett gelegt, da hatte ich ein Schlafzimmer, alles dunkel. Dann sind Hund und Katze auch noch hinterher. Kommen die dann auch mit ins Bett gegangen. Da haben wir Gruppenkuscheln gemacht. Und haben das Gewitter abgewartet. Ach, obwohl das geht relativ lange. Für unsere Verhältnisse hier. Weil meistens wird hier unser Ort von solchen Wetterereignissen noch ziemlich verschont. Was Starkregen oder Stürme und sowas angeht. Aber das gestern war schon krass, also, muss ich sagen. Das war schon heftig. So, wie weit kommt er denn jetzt zurück? Gut, dass das nicht meine Maschine ist, der Häcksler, der nur gemietet ist. Der ist mir ja viel zu teuer, aber... Ich werde mir irgendwann einen eigenen anschaffen. Erstmal was Günstiges. Und dann sieht man weiter, ne? So, danke. Fertig. Jawohl. Sind jetzt wieder diese Geschichten, die wir nacharbeiten müssen am Ende des, ne? Wo die Helfer das nicht kann. Und die alternative Helfer auch nicht. Die ist zu doof. Wie alle Helfer.
Aber wie gesagt, ich befürchte jetzt so im Nachhinein, dass ich eine ältere Version runtergeladen habe. Dass es daran liegt, weil das spinnt ja völlig. Der spinnt ja. Der Römer. Ach nee, der Helfer. Ich brauche immer viel Platz beim, ne? So, ey, wo kommt das denn auf einmal wieder weg? Ich bin auch so ein Schlaftier geworden. Aber es ist bestimmt der ganze Schlaf, den ich in meinem Berufsleben bis hierhin verpasst habe, den hole ich jetzt nach. Das ist halt wahrscheinlich. Oder auch nicht. Obwohl ich ja sagen muss, die letzten Jahre, die ich auf dem LKW gefahren bin, also da habe ich meine Nachtruhe schon bekommen. Da habe ich drauf geachtet, weil da hatten wir ja dann den digitalen Tacho, den neuen. Und also unter 10 Stunden Nachtruhezeit ging da gar nichts. In aller Regel 11, glaube ich, 11 Stunden in der Nacht gestanden. In der Zeit, wo wir die Tachoscheiben noch rumgefummelt haben, da war das ein bisschen anders. Und dann hat mir mal mein Disponent, will ich nie vergessen, den Vorschlag gemacht, ich könnte doch die Karte ziehen, wenn ich noch mehr schaffen wollte oder soll. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hallo, Helfer, ich bin da. Fängt ja auch an zu spinnen. Was ist denn los mit dem Volk hier? Verstehe nichts mehr. Ach Mann, ey. Das kann schon nerven, ne? So, pass noch auf, den hängen wir jetzt ab. So ein Blödsinn. Oh, Entschuldigung. Das schneit wirklich mit eingerechnet. Also einfach läuft bei mir nichts, ne? Habt ihr schon gemerkt? Es ist immer irgendein Krampf, ist immer. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber...
Erstmal mit allen Dingen hier so. Ich war heute Morgen los mit der Katze. Die soll kastriert werden. Da haben wir erstmal eine Voruntersuchung gemacht. Ich bin da hingefahren. Die Katze wurde aus der Box genommen. Die hat sich hier einmal angeguckt und abgetastet. Da haben noch ein Flohmittel aufgetragen. Das war gefühlt 5 Minuten. Vielleicht waren es auch 8. Kann sein, ich weiß es nicht. 90 Öcken. Mal eben so. Ja, verstehst du doch die Welt nicht mehr. Aber die können es ja nehmen, ne? 90 Flocken. Also eben locker flockig weg. Also ich frage mich da immer, was ist daran so teuer? Das kann doch nicht sein. Aber Tierärzte, die können nehmen, was sie wollen. Ne? Genauso hatte ich mich beim anderen Tierarzt erkundigt, wegen der Kastration der Katze. Oder Sterilisation, wie auch immer. Der wollte 320 Euro dafür haben. Plus die Voruntersuchung. Ja, wo ich jetzt hingehe, die nimmt 200 für die reine Kastration. Unterschied von 120 Euro. Wie ist sowas möglich? Ja, dafür war jetzt der Rest wieder schweineteuer. Ne? Da kommen wir im Endeffekt auf 290 Euro. Bei dem anderen wäre ich aber weit über 300 gewesen. Sagen wir mal 360 ungefähr, alles zusammen. Ja, das ist doch nicht mehr normal, oder? Da kannst du, na gut, ich verdiene ja nicht mehr, ich kriege ja Rente, aber Leute, da geht die Kohle aber ganz schnell flöten. Dann kommst du auch nicht mehr weit mit deinem Geld. Da muss ich hier mal jetzt so ganz klar so sagen. Weißt du nicht mehr, wie du das machen sollst? Meine, ein bisschen leben müssen wir ja auch noch, ne? Tierfutter kostet Geld, die Katzen fressen momentan die Haare vom Kopf. Die hauen rein, das glaubst du nicht. Und ja gut, der Hund, der braucht nicht viel. Der ist ganz genügsam. Also der kostet mich so gut wie nichts. Das bisschen, was der im Jahr, also im Jahr, am Tag frisst, das ist ja nichts, aber. Nee, ich komme da nicht mehr mit. Soll's abgehen, du Sack. Gibt's denn sowas? So. Muss ich ja wahrscheinlich sowieso wieder ändern, aber naja, ist egal. Bum-bum oder so ähnlich. Warum der das gerade nicht gemacht hat, ne? Ich verstehe es nicht. Aber ich bin ja eh ein schlechter Versteher. Jetzt muss ich nämlich gleich hier auch wieder nochmal von, ne? Wir sind voll. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll?
der Anhänger, der ist voll, ja, und dann den nächsten noch ein bisschen, was eigentlich so ziemlich haben. Würden Sie bitte mal, ne? Ich hab's doch eilig. Sonst vergärt mir das meiste Zeug hier oben auf dem Anhänger. Das wäre nicht gut. Nix so Gute, sprach die Ute. Gut sieht's aus. So, dann wären wir jetzt wieder den Anhänger hinter den Häcksler hängen. Den lasse ich hier stehen. Mal gucken, ob wir das Gemüse hier noch runterkriegen. Ne? Oh, da fällt mir ganz rein. Guck mal, fällt mir just wieder ein. Ich habe vorhin gesehen, ich habe wieder einige neue Abonnenten dazu bekommen, die ich auf diesem Wege erstmal recht herzlich hier begrüßen möchte. Und ja, sind doch schon ein paar mehr. Ne? Darum nochmal hier an dieser Stelle bitte den Hinweis an euch, nicht böse sein, wenn das nicht regelmäßig kommt hier, die Videos. Ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und dann kann das sogar passieren, dass ich wegen Kopfschmerzen, Druck im Kopf, schwindelig, ja, so wie jetzt, fängt schon wieder an, ich habe so ein bisschen Flimmern vor der Augen. Dass ich dann halt nicht so aufnehmen kann, dass ich dann eigentlich mehr im Bett liege. Und dann außerdem habe ich auch noch eine kranke Frau hier zu Hause, die momentan zwar im Urlaub ist, wenn man das auch Urlaub nennen kann, aber um die ich mich dann auch noch so ein bisschen mit kümmern muss, so einkaufen und hast ja nicht gesehen, so was so alles anfällt am Tag. Also wie gesagt, es kann durchaus sein, dass man nicht, dass dann mal keine Videos kommen oder wie gesagt, nicht so in der Reihenfolge oder so pünktlich, dass das immer morgens um 6 Uhr das erste schon da ist oder so. Das kann alles passieren.
Ich hatte letztens sogar, ich glaube, 5 oder 6 Wochen, wo gar nichts gekommen ist. Da ging überhaupt nichts bei mir. Also da bitte nicht böse sein oder verzweifeln und schmeißt euch nicht hinter den Zug oder so. Wenn es geht, man muss auch nicht sofort deabonnieren. Die Erfahrung habe ich leider auch gemacht, wenn das nicht so pünktlich kommt oder so regelt sich das dann doch einige abspringen, aber wenn das so ist, aber mein Gott. Dann ist es so, ich kann das nicht ändern. Wie gesagt, ich kann nur so, wie ich kann, wie es meine Gesundheit zulässt. Und die Zeit natürlich. Weil ich habe festgestellt, wenn man selber Videos aufnimmt, das ist sehr zeitaufwendig. So, man will ja ab und zu auch nochmal bei anderen reinschauen, das kommt ja auch noch, ne? Bleibt dann alles so ein bisschen auf der Strecke, dann muss man so den Mittelweg finden. Das mal eben schnell so vorab für die neuen Zuschauer hier als Erklärung. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch hier bei mir gefällt, dass es nicht zu langweilig ist. Ich versuche ja immer ein bisschen, ja nicht 3 Videos mit, ich sag jetzt mal mit Maishäcksel oder so, das möchte ich eigentlich nicht. Ich versuche das immer so ein bisschen zu mischen. Klar, im Endeffekt machst du immer dasselbe, ne? Feld bestellen, abernten, Feld neu bestellen, beziehungsweise zwischendurch noch bearbeiten, ist klar. Aber im Großen und Ganzen ist es ja immer dasselbe. Ab und zu tausche ich dann mal eine Maschine aus, wenn da auch mal wieder was Neues sieht oder was anderes sieht. Aber die Arbeit als solches oder was man so macht, das ist ja immer dasselbe. Ist so. So, so Ballerspiele spiele ich ja nun mal gar nicht. Wenn es mal die Zeit zulässt, ja, dann spiele ich schon mal ETS oder ATS. Guck auch mal woanders rein. Gold zum Beispiel oder den Bausimulator habe ich auch mal gemacht. Oh, da kann man dann auch noch mal wieder reingucken. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es ja immer das Gleiche. So. So, für mich ist gleich wieder Schicht im Schacht. Wie gesagt, ich kriege Flimmern vor den Augen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich wieder Blutdruck zu hoch oder so, keine Ahnung. Das heißt, es geht gleich wieder im Bett. Das ist nun mal so. Man kann, ich kann, ich, ne? Was soll ich machen? Ich hatte eigentlich geplant, die Hofbergmann im Voraus aufzunehmen, so ungefähr bis ja, nächste Woche, Dienstag, Mittwoch schon mal so im Vorlauf. Und dann kommt ja nächste Woche wieder hier diese, ich sage mal Abenteuer-Map, diese Azura-Map. Da geht es ja dann weiter in der nächsten Woche, aber ob das klappt, bleibt abzuwarten. Mal schauen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oder auch nicht. Wieso was mache ich denn jetzt? Du sollst vorwärts fahren, du Dödel. Habe ich festgefahren. Du Scheiße, auch das noch. Oh hey. Komme nicht mehr raus. Das habe ich im LS auch noch nicht gehabt. Öfter mal was Neues. Was macht er jetzt?
Dann muss ich erst noch raushandeln. Alles. Schluss machen können wir ja da, aber der muss erst raus. Mal gucken, ob das klappt, was ich da jetzt vorhab. Pferdchen, nicht so dolle. Falsch. Echt doof. Biene. Ist hier noch nicht mal fest, ey. Oh, das ist ja doof. Das ist ja doof. Ich habe gedacht, ich könnte das jetzt da so drum tüddeln. Aber das war nichts. Scheiße. Der Plan ist fehlgeschlagen. Gut, dann werden wir die Bergung des verunglückten Schleppers in der nächsten Folge machen, weil es hat keinen Sinn mehr. Ich muss in eine Tonne. Ich kriege Kopfschmerzen. Ich kann kaum noch was sehen. Alles nur noch verschwommen. So. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Tut mir leid, wird nichts mehr. Das ist aber doof. Auch jetzt geht es wieder einigermaßen. Aber nur einigermaßen. Ja, wie gesagt, macht das gut. Ich hoffe, dass es dann am Samstag noch eine neue Folge gibt von der HB. Mal gucken. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss, dann macht es gut. Winke!